Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ja, wir müssten heute noch einmal über die Eternals sprechen. Ich kann es selbst kaum glauben, wie viel ich mittlerweile aus diesem einen Trailer schon gezogen habe. Aber es gibt da noch so einen Punkt, der interessant sein könnte und auf den mich auch viele von euch schon hingewiesen haben. Deswegen will ich das in diesem Video noch einmal etwas näher beleuchten, nämlich die Verbindung zwischen den Eternals und Thanos. Das geht natürlich nicht ohne leichte Spoiler, vor allen Dingen für die ganzen MCU-Filme. Ihr seid hiermit gewarnt. Worden. You should choose your words more carefully. Tja, im November soll der neue Eternals-Film endlich in die Kinos kommen und beantwortet uns dann hoffentlich die Frage, warum die nie eingegriffen haben, als die Welt förmlich in Schutt und Asche lag, warum sie sich um Loki nicht gekümmert haben, warum sie bei Ultron nicht geholfen haben und vor allen Dingen, warum sie gegen Thanos nicht eingetreten sind. Ich habe ja schon ein anderes Video gemacht, wo ich versucht habe, so ein bisschen das alles zu erklären. Da gab es ja dann diese Theorie, dass sie alle Amnesie hatten und vergessen hatten, wer sie wirklich sind. Das ist eine Theorie, die stammt tatsächlich aus den Comics. Ich würde das ein bisschen albern finden, wenn man das jetzt im MCU auch so machen würde. Interessanter ist da die Theorie, dass sie vielleicht einfach wirklich dafür verantwortlich sind, Superhelden wie Captain America oder Black Panther oder Iron Man irgendwie heranzuzüchten, damit die sich quasi dafür sorgen, die Welt und die Menschen zu beschützen und die Eternals nicht zurückziehen können. Interessanter wird aber tatsächlich die Frage, warum sind die Eternals überhaupt auf die Erde gekommen? Und vor allen Dingen, von wo sind sie denn auf die Erde gekommen? Und hier gibt es eine mögliche Theorie, dass sie vom Titan stammen. Und vom Titan stammt ja auch Thanos, der ja von sich selbst sagt, er sei der einzige Überlebende einer großen Katastrophe, die quasi die komplette Bevölkerung des Titan vernichtet hatte, obwohl er ihn ja noch vorgeschlagen hat, so nach dem Motto, ja, wir exen einfach 50% und dann können wir hier noch wieder ein glückliches Leben leben. Aber es wollte ja keiner auf den verrückten Titan vom Titan hören. Und deswegen mussten irgendwie alle sterben, bis auf Thanos. I'm a survivor. Aber es gibt die Möglichkeit, dass es vielleicht doch noch Überlebende gibt, und zwar die Eternals, die wir jetzt im Film sehen werden. Es könnte eben zum Beispiel sein, dass diese Eternals damals, als es diese große Katastrophe auf dem Titan gab, einfach in ihr Raumschiff gestiegen und weggeflogen sind. Das hat so ein bisschen diesen Vibe von Superman wird von Krypton gejagt, weil Krypton untergeht. Aber man könnte das hier tatsächlich einsetzen. Allerdings ist diese ganze Titan-Verbindung zwischen den Eternals natürlich was nur funktioniert, wenn das MCU dann auch auf diese ganze Comic-Geschichte der Eternals eingehen wird. Wir erinnern uns kurz an die Comics. In den Comics sind es die mächtigen Celestials, die auf die Erde kommen und Experimente an den frühen Menschen durchführen. Dadurch entstehen dann zwei verschiedene Arten von Supermenschen. Zum einen haben wir halt die mächtigen und glorreichen Eternals und auf der anderen Seite haben wir halt die Deviants, missgebildete, fiese Kreaturen, die dann auch im Konflikt mit den Eternals stehen. Interessant ist aber in den Comics, dass zwischen den Eternals selbst irgendwann mal ein Bürgerkrieg ausbrach, bei dem sich zwei verschiedene Fraktionen miteinander bekriegten. Eine wurde von dem Eternal Kronos angeführt und die andere von dem Eternal Uranos. Uranos verlor diesen Kampf und zog sich daraufhin mit seinen ganzen Anhängern auf den Planeten Uranus zurück. Und hier sieht man auch mal wieder, wie quasi die Comics versuchen, die Eternals als Götter darzustellen, die quasi durch ihre Geschichten in den Legendenschatz der Menschen aufgenommen worden sind und dass hier quasi Uranos der Namensgeber von dem Planeten Uranus ist. Und das reiht sich ja dann quasi auch wieder damit ein, dass zum Beispiel der Eternal Icarus nach Icarus benannt wurde, dass er sogar einen Sohn namens Icarus hatte. Hier sieht man halt einfach nochmal ganz schön, wie die Eternals die Mythologie der Menschen beeinflusst haben. Auf jeden Fall zog sich Uranos halt mit seinen Anhängern nach diesem Bürgerkrieg zurück und gründete auf dem Uranus eine Kolonie. Allerdings blieben einige seiner Leute nicht sehr lange dort, weil sie sich dann doch dachten, okay, wir wollen wieder zur Erde zurück. Auf dem Weg zurück zur Erde wurde diese Gruppe allerdings von einem Kree-Raumschiff angeschossen und musste auf dem Saturnmond Titan notlanden und weil sie von dort so schnell nicht weg konnten, gründeten sie dort auch eine Kolonie. Und das ist quasi so ein bisschen die verzwackte Geschichte, wie die Eternals von der Erde quasi auf den Titan kommen. Im MCU könnte man das natürlich einfach irgendwie
irgendwie so regeln, dass die Eternals schon immer irgendwo im Weltall gewesen sind, dass sie schon damals wirklich auf Titan gelebt haben. Und sollte das MCU wirklich auf diese Eternals-Titan-Verbindung eingehen, könnte man uns vielleicht auch so die Vorgeschichte des jungen Thanos zeigen. Der ist ja tatsächlich das Kind zweier Eternals. Sein Vater ist Alas und seine Mutter ist Suisan. Und hier wird es halt auch wieder interessant, weil Alas, der auch als Mentor bekannt ist, ist der zweite Sohn von Kronos. Ihr erinnert euch, der Typ, der den Bürgerkrieg gewonnen hat und auf der Erde geblieben ist. Und Kronos ist somit nicht nur der Großvater von Thanos, sondern auch der Großvater von Thena, die wir ja im neuen Trailer gespielt von Angelina Jolie sehen. Das Problem, das Thanos hat, ist, dass er kein vollwertiger Eternal ist, weil er eben das Deviant-Gen in sich trägt. Deswegen hat er dieses merkwürdige Gesicht und sieht halt doch anders aus als die Eternals, die wir ja zum Beispiel im Trailer gesehen haben. Und ursprünglich war Thanos ja sogar Pazifist, war ein Tierfreund und hat sich mehr mit sich selbst und Literatur beschäftigt, bis er dann irgendwann den Nihilismus für sich fand, sich auf einmal in den Tod verliebte und daraufhin irgendwie alles versuchte, um sie zu beeindrucken und dann eben mit den Massenmorden anfing. Das ist so ein Punkt, den hat das MCU jetzt bislang nie erwähnt. Also diese ganze Liebesgeschichte zwischen Thanos und dem Tod taucht nirgendwo auf. Aber man könnte eben so ein bisschen auf seine Kindheit und eben seine Verbindung zu den anderen Eternals im kommenden Film eingehen. Und wenn man halt auf diese Verbindung zwischen den Eternals und Titan und Thanos eingeht, könnte man uns wirklich nochmal in der Rückblende zeigen, wie sah es auf diesem Mond vorher aus, wie war Thanos ganze Geschichte, und so könnten wir den verrückten Titan auch nochmal als Teenager sehen und ihn dann vielleicht auch nochmal mit ganz anderen Augen betrachten. Ich würde es tatsächlich sehr, sehr spannend finden, wenn die Eternals diese Brücke noch schlagen würden. Das könnte dann auch ein dritter Erklärungsversuch sein, warum die Eternals vorher nicht eingegriffen haben. Vielleicht sind sie eben genau vor Thanos und seinen wilden Ideen geflohen, und als sie plötzlich merkten, dass dieser Typ wieder auftaucht, haben sie sich gesagt, oh, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. And when we faced extinction, I offered a solution. Und damit ist tatsächlich noch nicht Schluss. Also auf der einen Seite könnten die Eternals halt wirklich noch gut auf Thanos eingehen. Auf der anderen Seite könnte man über die Eternals eine weitere Superheldengruppe in das MCU einführen, die ja schon so ein bisschen da gewesen sind. Und zwar rede ich hier von den Inhumans. Und ja, ich weiß, sie wurden ja schon in Agents of S.H.I.E.L.D. thematisiert. Es gab ja auch 2017 diese ABC-Serie Marvels Inhumans, die allerdings sehr, sehr früh wieder abgesetzt worden ist. Möglicherweise könnte man mit Eternals einen weiteren Versuch starten, die Inhumans noch ins MCU einzuführen. Denn in den Comics sind die Eternals auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass die Inhumans erschaffen werden. Ich habe doch vorhin erzählt, dass die Gruppe, die vom Uranus wieder zur Erde fliegen wollte, von einem Kree-Raumschiff abgeschossen wurde, wodurch die ja dann auf dem Titan notlanden mussten. Dieses Kree-Raumschiff konnte aber einen Eternal gefangen nehmen und erfuhr durch diesen Eternal von der Erde. Deswegen flogen die Kree dann zur Erde und vollführten da ihre eigenen Experimente an den Menschen, wodurch sie dann die Inhumans erschafften. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, weil was soll dieser Eternals-Film noch alles erzählen und noch alles einführen? Aber zumindest könnte man hier wirklich die Grundlage dafür legen, irgendwann später auch noch zu sagen, ach ja, und übrigens, die Eternals und die Kree sind auch noch irgendwo dafür verantwortlich, dass wir in Phase 5 oder Phase 6 jetzt auch noch die Inhumans ins MCU einführen. Aber wie gesagt, das ist nur eine kleine Randnotiz. Viel interessanter würde ich es wirklich finden, wenn man Thanos hier nochmal zum Thema machen würde, egal auf welche Art und Weise. Aber jetzt seid wie immer ihr gefragt, was haltet ihr von dieser ganzen Familienstruktur, die zwischen den Eternals und Thanos besteht? Würde euch das interessieren, das tatsächlich nochmal auf der Leinwand zu sehen, oder sagt ihr, okay, ich habe jetzt mit Thanos abgeschlossen, ich brauche da jetzt nicht noch die Verbindung zwischen ihm und den Eternals? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch noch mein Theorievideo anschauen wollt, warum die Eternals nie eingegriffen haben, dann klickt einfach auf dieses Video.